Ja, da bin ich auch schon wieder. Oh, das Telefon hat wieder aufgeleuchtet. Ich dachte, jetzt ruft schon wieder jemand an. So, das ist zwar nicht die Truhe, die wir suchen, aber also Truhen sind immer gut. So, hier ist die Truhe am Abesschrein von der ersten Aufnahmeprüfung. So, das haben wir schon mal. Das war ziemlich einfach. Aber es wird immer schwerer. Also, was heißt schwer? Aber Trankensang ist eigentlich schon ein schweres Spiel. Also, es hat schon seine kniffligen Stellen. Aber es ist machbar. Was? Also, wir haben die erste Aufgabe gelöst. Manchmal habe ich nicht Lust, alles vorzulesen, deswegen sage ich nur kurz, um was es geht. Die zweite Aufgabe ist: Finde Schlüssel und zweiten Hinweis beim Hühnerhaus des Bauernhofs. Schon unterwegs. Ja, aber ich werde jetzt auch noch gleich weitergehen. Ach ja, und übrigens, der Typ da, der Pereine Geweihte, kann uns heilen, wenn wir verletzt sind. So, aber die Kisten mache ich noch. Gott, man müsste wirklich mal zählen. Also es sollte irgendwie mal so einen Zähler geben. Wie viele Kisten hast du in diesem, wie viele Fässer hast du in diesem Spiel schon zertrümmert? Es gibt wirklich in diesem Spiel abnormal viele Fässer. Das ist echt manchmal nicht auszuhalten. Aber es lohnt sich. Am Ende hat man wirklich dann im Überfluss Geld. Auch wenn es am Anfang ist, es mit dem Geld ziemlich knapp. Aber später im Spiel hat man dann genügend Geld und weiß noch nicht mal, was man damit alles anfangen soll. Tut mir leid, aber eine junge Dame alleine in den Dunkelwald zu schicken, kann ich mir nicht aufs Gewissen. Zum Donner, das ist. Ich kam nicht umhin, eure Unterhaltung mit dem Wirt mitzubekommen und wollte euch meine Hilfe anbieten. Hilfe? Ich? Hahaha. Ja, das war sehr toll gelacht, ich weiß. Ich habe keine Lust, die einzelnen Stimmen in Charakter zu synchronisieren, weil ich das nicht kann. Ja, eine Tochter Kurkums braucht niemals Hilfe, merkt euch das. Aber ich dachte, ihr bräuchtet Hilfe bei der Suche nach einem Bären. Pa, ich langeweile mich nur. Ich langweile mich nur, weil es nicht weiter nach Ferdo geht. Als ich hörte, dass hier ein wilder Bär auf die Dörfler losgeht, dachte ich mir, das wäre eine schöne Herausforderung und ein netter Zeitvertreib. Ja. Wenn ihr euch derart langweilt, ich habe vor, in den Dunkelwald zu ziehen. Ich bin sicher, dort wird es nicht an Herausforderungen mangeln. Bei Rondras Schwert, wieso eigentlich nicht? Bevor ich diesen Jämmerling von einem Wirt noch weiter ertragen muss. Also gut, ich bin dabei. Damit ist beschlossen, lasst uns aufbrechen. Und ja, der Wirt sagt uns, wir sollen mal nach Jäger Kauzenstein gucken, weil. Us. Was habe ich da gerade angeklickt? Was, dass du mich da so dumm von der Seite anschnauzt? Aha. Willkommen im Scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Avestreu. Ein gewisser Runkel Börsenhauer meint, ihr könntet mir etwas über die Räuberbande erzählen. Es wird gemunkelt, dass sie auch hinter dem Diebstahl von Salinas Diadem stecken. Könnt ihr mir vielleicht einen Hinweis geben, wo ich ihren Unterschlupf finden könnte? Na, wo diese Halunken sich versteckt halten, weiß ich natürlich auch nicht. Ansonsten hätte ich das unserem guten Feldwebel schon längst gesteckt. Aber wenn ich Räuberhauptmann wäre, würde ich mich im Dunkelwald ganz im Südwesten auf dem Kahlkopf verschanzen. Das ist ein hohes Festplateau außerhalb der Reichweite von Feldwebel Erland und seinen Männern einen guten Überblick auf die Gegend. Danke. Oh Gott. Mein Hals. Ich habe ein bisschen Halsweh jetzt. Aber ich während dem Let's Play kann ich ja keine Lutschbonbons essen. So, der hat auch noch eine Quest für uns. Und zwar hat er Goschamatsung, hießen die so. Das hat er verloren und die sind ihm sehr wichtig. Was? Pfeifengraut? Der will es doch veräppeln. Ja, Koschamatsung sind in dem Päckchen, das er verloren hat. Und er braucht es unbedingt. Schaut mal, wie er jammert. Und für 4 Silbertaler entschließen wir ihm, das Päckchen, ja, zu besorgen. Und ja, ausrauben tun wir ihn auch und den netten Herrn hier auch noch. So, schmackhafte Delikatesse. Von ihm haben wir noch hier so ein Dokument.
das wir mal lesen. Und Fex zum Gruße, Gallo, du wolltest doch etwas über Koshamazung wissen. Ich kann dir nur so viel sagen. Die Dinger sind sehr viel wert. Verkaufe sie bloß nicht unter 10 Dukaten. Ich habe bereits einen Abnehmer in Talon organisiert, der bereit ist, richtiges Muster für hinzulegen. Ach, könnten wir doch zu den Zwergen reisen. Ich habe gehört, da bezahlen sie noch mehr. Und aus diesem Grund werde ich ihm die Koshamazung nicht geben, wenn ich sie gefunden habe. Weil er gibt uns dafür nur 4 Silbertaler. Und ja. Das Spiel ist so schön. Ich habe den Anfang, also ich mag die Anfangsgegend, aber ich habe den Anfang jetzt schon so oft gespielt, dass mir das jetzt auch mittlerweile ein bisschen zum Hals raushängt. Verzeiht, habt ihr womöglich unseren Meister Rakorium gesehen? Er ist ein Zauberer mit Spitzhut und grüner Robe. Wir vermissen ihn seit gestern. Und das ist einer meiner Lieblingscharaktere im Spiel. Nottl ist so cool irgendwie. Er ist nicht cool, er ist einfach süß. Ich finde ihn so toll. Und ich glaube, er hat sogar die gleiche Frisur wie der Dieb. Nein, mir ist, ist mir nicht über den Weg gelaufen. Der Name sagt mir auch nichts. Nein, seine Magnificenz Rakurium unter Gonus ist einer der Erzmagier Aventuriens, Magister Extraordinarius und Spectabilitas Honoris Causa zu Festum. Außerdem Hüter des Enzyklopaedia Sauria und, oh, ich sehe schon, das sagt euch auch nichts. Bekannter ist er für seine Forschungen zu exischen und rachischen Verschwörungen, die an den Grundfesten der Welt rütteln wollen. Ein Mann der Gelehrsamkeit. Und nun ist er fort, unwahrscheinlich irgendwo in der Wildnis umherwirrend. Boah, ich verlese mich dauernd. Und ihr beide sorgt euch um ihn, seid ihr seine Schüler. Ja, Schüler, und nun ja, wir passen ein wenig auf ihn auf. Ihr müsst wissen, seine Magnificenz ist nicht mehr der Jüngste und bisweilen etwas eigenwillig, sehr sogar. Ihr hättet nicht zufällig die Güte, ihn zu suchen? Nein? Das könnte ich tun. Wo habt ihr zwei Meister Rakorium denn zuletzt gesehen? Wisst ihr, wir waren gerade dabei, die lokalen Gebräuche in der Taverne zu studieren und wandten unsere Aufmerksamkeit den Geschmacksnuancen des hellen Ferdocker zu und auf einmal war er fort. Meister Rakorium meine ich. Helles Ferdocker? Helles Ferdocker, Gerstengebräu natürlich, ein großartiges Bier der hiesigen Braukunst, nicht wahr, Nottl? Welch lohnendes Studienobjekt. Den Nachgeschmack konnten wir allerdings noch nicht einordnen. Schon gut. Wisst ihr, wohin Rakorium gegangen ist? Der Wirt meinte, Meister Rakorium hätte etwas von den Kräutersuchen gesagt und sah ihn in Richtung zum Dunkelwald gehen. Er ist gegangen, ohne uns Bescheid zu geben. Wir haben nur kurz nicht hingesehen, da war er auch schon verschwunden. Verstehe schon. Euer flüssiges Studienobjekt hat euch kurz abgelenkt. Also gut, ich sehe, was ich machen kann. Ja, und jetzt trinkt er, während er mit uns spricht. Er kann nämlich Bauch reden. Nein, Scherz, kann er nicht. Vielen Dank und möge Hesinde euch gewogen sein. Oh, und bitte, wenn ihr ihn findet, erwähnt bitte keine Echsen, Schlangen, Drachen oder andere Geschuppte. Da regt er sich nur wieder auf. Wir werden hier auf euch warten und vielleicht kommen wir ja währenddessen hinter das Geheimnis des rauchigen Nachgeschmacks. Macht das, Nottl. Ah, warte, ich möchte Nottl noch ausstehlen, auch wenn es einer meiner Lieblingscharaktere ist. Und Rufus auch. Ah, davon kriegt man echt Halsweh. Oh, viel. Ihr könnt auf Pause drücken und euch das durchlesen. Genauso wie das hier. Das adamantene Herz. So. Um ehrlich zu sein, ich habe mir das eigentlich auch noch nie durchgelesen. Aber man erfährt da schon von vornherein einiges über die Geschichte, die man eigentlich danach erst erfährt. Ich gehe erstmal in den Dunkelwald, bevor ich diese Quest mit den zwei netten streitenden Herren mache. So, wir wollen ja... Oh, Bolana trägt gar keine Waffe. So. Mache ich auch mal darunter. Habe ich hier noch einen Bogen, falls ich vielleicht zwischendrin auf Bogen wechseln will. So. Na dann geht's auf in die Schlacht. Hey. Er hat uns gesagt, dass es im Dunkelwald sehr gefährlich ist. Und wir
danke ihm für diese nette, für diesen netten Hinweis und Autosave. Yep. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt ein bisschen Halsweh. Und da vorne sehen wir Jäger Kautzenstein, der zu kämpfen scheint. Und da rennen wir hin, weil wir ihn retten wollen. Weil der Wirt uns ja gebeten hat, mal nach Jäger Kautzenstein zu gucken. Und jetzt kommt unser erster Kampf in dem Spiel. Was? Ich habe keinen Skill für Nahkampf? Ehrlich? Boah, toll. Warte, ich muss jetzt mal gucken, habe ich ehrlich keinen Skill für Nahkampf? Was? Ich habe keinen Skill für Nahkampf. In den ganzen Jahren, in denen ich Dieb gespielt habe, ist mir noch nie aufgefallen, dass ich am Anfang überhaupt gar keinen Nahkampf-Skill habe. Ernsthaft. Meine Güte. So, ich gebe ihr mal das. Dann, keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich vergessen, den Dolch noch reinzuziehen. Na, unnötig. Egal. Was kann ich für euch tun? Gibt es irgendetwas, womit ich euch behilflich sein könnte? Ja, also er hat das Problem, dass in der Nähe ein Wolfsrudel ist, das angeführt wird von einer schneeweißen Wölfin. Und dieses Rudel vermeiden seine Fallen und er muss immer direkt gegen sie kämpfen. Und es sind einfach viel zu viele und deswegen sollen wir diese Alpha-Wölfin töten. Neben dem Wolfsproblem gibt es auch noch Probleme von einem Bären, der in einer Höhle ist. Und wir sollten ihn töten und seinen Kopf als Zeichen des Erfolges mitbringen. Ich werde mich um das Bärenproblem kümmern und... Ich stehe in eurer Schuld. Ich werde mich um das Wolfsproblem kümmern. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für... Ja, wir gucken uns mal an, was er uns beibringen kann. Nichts davon. Ja, komm. Und ob er uns noch irgendwas verkaufen kann. Aber im Grunde brauchen wir erstmal noch gar nichts. So, das Fass zerstören wir. Alle mal hergehört. Achso, wir hatten eine Fernkampfwaffe. Toll. Ich habe eigentlich auch keine Lust, die auszunehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich wechsle lieber wieder auf den Dolch. Komm, Kamera. Ups. Ich habe Q gedrückt, deswegen. So, dann kümmern wir uns mal um die Fälle. Und hier oben auf der Karte seht ihr die Fragezeichen, die bedeuten Questen. Der Hühnerstall ist diese Aufnahmeprüfung Diebesgilde-Quest. Dann Weißfell ist die Wölfin. Kahlkopf und Höhle. Kahlkopf ist der... die Wölfe sind uns noch ein bisschen zu schwer. Deswegen werden wir erstmal Kahlkopf machen. Kahlkopf ist die Räuberbande, die wir suchen. Oder der Anführer der Räuberbande oder wie auch immer. Und da gehen wir mal hin. Was? Jäger Kautzenstein ist da oben? Was? Was stehst du hier oben rum? Okay. Irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus, aber egal. Ah, bin ich in der Sackgasse? Nee. Okay. Ah, ein hübsches Reh und es rennt vor uns weg. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass hier auch so andere Tiere rumrennen. Und hier sehen wir schon Boto. Oh, ich bin zu nah ran, egal. Ach so, ja, ich habe ja keinen... Dings-Skill. Nahkampf-Skill. Bin ich gar nicht gewöhnt. Ach komm, Rolana. Sonst sterbe ich. Oh, kann ich gleich zweimal benutzen. Ah, ich gehe vielleicht doch auf Fernkampf. Da kann ich wenigstens den Skill benutzen. Ein bisschen. Komm, nochmal. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja. Anstrengender Tag heute. Bis das mit Drakensang endlich funktioniert hat und... Oh, vorhin habe ich auch noch irgendwas... Ja, genau, ich habe mein YouTube-Konto endlich mal mit Google Plus verbunden. Das war der Horror. Ich habe mir gewünscht, dass ich das nie machen muss, aber ich
musste einfach Kommentare schreiben. Das ging so sonst nicht. So. Dann gehen wir mal schön hier nach oben. Auf das Plateau, was der Wirt erwähnt hat. Wow. Das war nötig. Und gucken uns die Cutscene an. Ich habe euch das Diadem beschafft. Nun gebt mir euer Ehrenwort, dass ihr Salina nichts antun werdet. Das Diadem. Gut. Sehr gut. Deine Geliebte muss in Fexens Gunst stehen. Denn mit dem Diadem erlischt auch mein Interesse an. Zu schade, dass die Gunst deines Gottes für heute erschöpft scheint. Tötet ihn! Jupp, und der Typ verschwindet einfach. Wir sollten ihm jetzt helfen. Boah, schnupfen. Ja. Was ich mich eigentlich die ganze Zeit frage, was der Typ eigentlich mit dem Diadem möchte, um ehrlich zu sein. Ich habe nie irgendwie drüber nachgedacht, aber ich habe eigentlich keine Ahnung. Ja, wir helfen jetzt hier Trano aus der Patsche. Und wir haben gesehen, dass er es wirklich gestohlen hat, aber nur um Salina zu retten. Ist das nicht romantisch? Oder auch nicht? Boah, es sieht eigentlich ziemlich gut aus, was wir hier veranstalten. Ich nehme wieder einen Dolch. Das war knapp. Gott, rückt der mir auf die Pelle. Fast hätten sie mich zu Boron geschickt. Allerdings, ihr seid dann sicherlich Trano. Der bin ich wohl. Gestattet mich, euch untertänigst vorstellen zu dürfen. Trano von Belhanka, edler von feinstem Geblüt. Wohl eher Trano aus Ferdok, Anwärter auf eine zweifelhafte Diebeskarriere. Spart euch also die Schmonzetten, ich bin über euch im Bilde. Runkel und Salina schicken mich. Salina, oh. Bei Raya und Fex, ich muss zurück, bestimmt wird sie mich verfluchen, ich muss zu ihr. Oh, ich habe keine Lust mit Gefühl zu lesen. So, wartet doch, wir können zusammen dorthin. Ich hätte euch ein Angebot zu machen. Schnupfen ist so doof. Ein Angebot, um was geht es denn? Nun, einen verwegenen Burschen wie euch könnte ich gut als Reisegesellschaft gebrauchen. Wollt ihr nicht mit mir nach Ferdor kommen? Ich wäre nicht abgeneigt, aber was bringt dabei für mich heraus? Ich habe euch gerade das Leben gerettet. Reicht das nicht für den Anfang? Da habt ihr auch wieder recht. Also gut, ich komme mit. Hört sich auf jeden Fall lukrativer an, als mit diesem einfältigen Runkel umherzuziehen. Wenn der das gehört hätte. So. Also, wir haben jetzt Trano in unserer Gruppe.